I was born 87. Na, warte, du Biest. Und wie hat dir das gefallen, hä? Danke für das Licht. Das hat ihn geblendet. Diese Mistviecher haben was gegen Fackeln. Vielleicht haben wir so eine Möglichkeit, aus dieser Hölle wieder herauszukommen. Oh, ach ja, ich bin Celebro. Ihr habt da auch eine hübsche Beule am Kopf, wie ich sehe. Schöne Schweinerei. Irgendjemand hat uns niedergeknüppelt. Oder besser gesagt, irgendetwas. Und wie es aussieht, haben wir jetzt ein Problem. Diese Bestien hier betrachten uns wohl als Futter. Wir müssen hier raus, und zwar schnell, bevor noch mehr von diesen Ungeheuern aufkreuzen. Die Trolle haben uns hierher gebracht. Demnach gibt es auch irgendwo einen Ausgang. Oh, wenn ich herausbekomme, wer für diesen Brief verantwortlich ist, ich sage euch. Ja, habe ich. Genauso wie ihr, vermute ich mal. Der Verfasser, es hieß, ich solle mich zum Bergwerk westlich der Abtei Tirin begeben. Als ich den verlassenen Stollen betrat, wurde ich von den Bestien niedergeschlagen. Mit euch haben sie dasselbe gemacht. Dann bin ich hier wieder aufgewacht. Es scheint, als ließen diese Bestien ihre Opfer am Leben. Zumindest so lange. Das hält das Fleisch frisch. Was rede ich da? Beim Schöpfer, diese Situation geht mir gehörig gegen den Strich. Mir scheint, als hätte uns der Verfasser mit Absicht hierher gelockt. Aber zunächst müssen wir hier raus, nicht wahr? Also ihr solltet mit der Fackel vorgehen. Ich gebe euch Deckung. Ich habe keine Ahnung, wie tief wir in diesem Stollen stecken. Aber diese Mine war sehr ertragreich und ist somit alles andere als klein. Reden wir nicht so viel.
Schnell. Schnell.
Seht, dort vorne ist Licht. Vielleicht befindet sich dort oben ein Ausgang. Wartet einen Moment. Wartet doch! Sie verfolgen mich! Ihr müsst warten, ihr müsst mich mitnehmen! Nein! Hilfe! Ich kann nicht mehr! Thank you.
Thank you.
Der Magie zu Ehren, guter Freund. Ich glaube, ich bin euch einige... Nun, mehr oder weniger. Mein Ansinnen war es, mit allen Begabten zu sprechen. Ihr müsst mir glauben, dass ich von diesen Bestien nichts wusste. Nein, wir haben jetzt keine Zeit für lange Reden. Hört zu. Ich leite eine, nun, spezielle... Wir haben es uns nämlich zum Ziel gemacht, den wenigen Begabten unseres Landes die Kunst der Magie zu lehren. Magie wird von den meisten Menschen als etwas Unheimliches und Böses gesehen. Da aber unser Wissen bewahrt werden muss, führten wir die Ausbildung fort, dem Verbot des Kanzlers zum Trotz. Und so ließen wir all jenen, die begabt sind und die Kunst der Magie ausführen können, ja, ihr seid einer dieser Begabten. Es ist eine seltene Gabe, die ihr in euch tragt. Nur wenige können das arkane Gefüge der Welten an diesem Ort hier glaubten wir uns sicher vor dem Kanzler. Es gibt kaum einen Abgeschiedeneren im Tal. Deshalb sollte hier unser Treffen mit den Begabten stattfinden. Aber anstatt ihnen von ihren besonderen Fähigkeiten zu erzählen, haben wir sie unwissentlich in den Tod. Doch wenigstens ihr seid noch am Leben. Daher mache ich euch nun ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Bitte lehnt nicht ab, denn wenn ihr es tut, wisst ihr zu viel und könntet die Sicherheit des Ordens gefährden. Tretet ihr uns nun bei? Obwohl... Nun ja, genau genommen habt ihr überhaupt keine Wahl. Die Frage war eher rhetorischer Natur. Ich kann euch mit dem, was ihr jetzt wisst, ganz unmöglich... Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diese Aufnahme eine große Ehre bedeutet und euch den Weg zu großer Macht bereitet. Als erstes müssen wir jegliche Aufmerksamkeit von euch ablenken. Ich gebe euch eine Nachricht. Sie trägt das Siegel des Kanzlers und darin steht, dass ihr für die Armee eingezogen wurdet. Überreicht die Nachricht eurem Meister Aratornias in der Abtei von Tirin. Er wird denken, ihr würdet in der Armee dienen und euch nicht hinterher schnüffeln. Ihr kennt diese Anlage bestimmt. Schließlich habt ihr sie täglich von der Abtei aus gesehen. Es ist hier. Nehmt zur Sicherheit auch noch diese Wegbeschreibung. Besorgt euch etwas Ausrüstung und vor allem meidet die Handlanger des Kanzlers. In Nehrim herrscht Krieg. Und wenngleich dieser nur im Nordreich, weit weg... Wenn ihr noch Fragen habt, besprechen wir sie im Sanktum. Kommt heil an und trödelt nicht zu lange.
Bleib zurück! Niemand... Magier! Die Bastarde tauchten ganz plötzlich auf. Owald ging hinaus, um sich nach ihren Angelegenheiten zu erkundigen. Da schlugen sie zu. Owald hatte keine Chance. Er war sofort tot. Barnik und ich konnten uns gerade noch rechtzeitig hinter den Minenwald. Jetzt harren wir hier aus, bis Verstärkung aus der Hauptstadt Erutin eintrifft. Seid ihr gerade von da oben gekommen? Da ist doch nur die alte Mine. Nun ja, leider habt ihr euch da keinen guten Ort zum Verlaufen ausgesucht. Auf der anderen Seite können wir die Zeit natürlich nutzen. Was denkt ihr? Ein paar schnell verdiente Münzen? Bei meinem Vorgesetzten Merrill gibt's immer was zu tun. Wenn ihr... Ja, was ist los? Glück auf! Ich bin Merra und hier für das Verladen der Grubenfässer zu... Ja, ja, er tut eben alles dafür, alle möglichen Arbeiten auf anderer Leute Schultern abzuwälzen. Ha! Nun, da wir ja momentan hier festsitzen und uns diese Magier da draußen gewiss nicht gehen lassen... Gut zu hören. Wir hätten... Sehe ich etwa so aus, als würde ich kreischend auf den nächstbesten Tisch springen? Ich weiß, was ihr denkt. Oh ja! Ihr denkt euch, dass es sicherlich kein Problem für euch ist, ein paar kleine, possierliche Grubenratten zu erlegen. Aber ihr werdet dort nicht einfach hinlaufen und ein paar Mal... Die Dinge hier verhalten sich etwas anders, als ihr es vielleicht von anderswohin... Aber ich rede zu viel. Um es kurz zu machen, im Minenstollen dort rechts hinter mir. Es ist unmöglich, mehr als zwei von ihnen zu erschlagen. Denn danach haben sie sich sofort... Man müsste irgendwie die Löcher verschließen, in die sie flüchten. Ich habe keine... Also dann, verschließt irgendwie die Löcher und bringt...
Ihr habt saubere Arbeit geleistet. Da habt ihr... Das ist Karik. Was hat der denn gemacht? Ihr, könnt ihr mir helfen? Ja, genau, ein Helmproblem. Und ich habe ihn beim Arbeiten in der Mine gefunden. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ein Helm so tückisch sein kann. Ich bitte euch, helft mir. Oh je, da scheint sich der gute Karik ja mächtig verzettelt zu haben. Die Luft hier drin stinkt. Die fahrenden Händler zu. Ich sage euch, bleibt... Was ist los? Seife? Die haben wir hier, klar. Ist doch... Was wollt ihr denn? Seife, was? Geht es euch noch? Die Seife ist hier oben. Aber glaubt nicht, dass ich diese Magier auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse. Nur damit ihr euch waschen könnt. Verschwindet! Thank you.
Ich sage euch. Mist! Volle Deckung! Sie schießen mit Feuerbällen! Bringt euch in Sicherheit! Habt ihr etwas gefunden, das... Ihr habt Seife. Ah, das ist gut. Es wird klappen. Ich werde diesen Helm... es hat geklappt. Denke, ihr verdient eine Belohnung. Seht her, was in der Vorderseite des Helms eingelassen war. Ihr wolltet was zu tun haben? Vielleicht... Was wollt ihr denn schon? Was zu tun? Ihr wollt mir helfen? Aber erwartet keinen Lohn. Mit dem Schlüssel hier kommt ihr in die obere Mine. Wer weiß, was... Thank you.
Wir haben überlebt und die Mine ist jetzt wie ein bisschen spät, nicht? Ich habe mehrere Leute sagen hören, die Eterna würden stehlen und morden. Zudem ist mir unlängst ein Gerücht zu Ohren gekommen. Ich habe mehrere Leute... Na, was habe ich gesagt? Im Nu ist die Tür wieder offen. Schön. Ungeziefer. Alle Ich habe mehrere... Die Gnome angegriffen haben. Sicherlich haben sie versucht, den Erzabbau zu unterbinden. Das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kanzler. Er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich. Ihr wisst schon, es hat sich vom Rest Nehrims abgespalten und für unabhängig erklärt. Der Kanzler duldet das natürlich nicht und drückt mit seinen Truppen zur Nordstadt Karbait vor. Ich hoffe sehr, dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden. Es ist schrecklich, dieses Gekämpfe. Und als hätten wir nicht schon einen ausgewachsenen Krieg am Hals, machen diese Hexer auch noch Probleme. Ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen. Überall in Nehrim versuchen sie, die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen. Sie gehören zum Volk der Eterna und kämpfen gegen irgendetwas. Aber fragt mich bitte nicht, was das ist. Von sowas verstehe ich nicht viel. Naja, jetzt sind wir fast da. Ich habe euch hoffentlich nicht gelangweilt mit meinem Gerede. So, da wären wir. Die Abtei... Ja, bitte? Was?
Seid ihr gekommen, um euch vor... Aber gerne. Gut, ich... Ja, bitte, was... Die fahrenden Händler. Hoffentlich endet der... Oh, dieses Nordreich. Da gibt man diesen behaarten Wilden ein paar Fre...
Schwester. Ein Glück. Kommt näher, es muss ja nicht jeder hören, nicht wahr? Ja, wunderbar. Genau das meinte ich doch, tatsächlich. Tja, ja, da lebt so eins hier gleich in der Nähe, unmittelbar hinter diesen Wänden. Stellt euch das nur vor. Und auf jeden Fall lässt mich dieses Gescharre nicht einschlafen. Stellt euch vor, das Wildschwein, versteht ihr? Das Wildschwein muss sterben. Und zwar heute. Wir beide werden es erlegen. Ja, ja, ich komme mit euch. Kommt ihr mit, das Wildschwein töten? Oh, ganz toll. Ehrlich, geht ruhig vor. Und ihr braucht keine... Ja, Schwester? Oh, ihr müsst zur Armee? Das betrübt mich. Ich verliere nur ungern einen so emsigen Schüler wie euch. Wenn ich euch aber noch eines raten darf, geht nicht sofort nach Erotin zur Kaserne. Außerdem möchte ich euch dies hier mitgeben. Ich werde euch stets in meine Gebete einschließen und bitte, bitte kommt unversehrt aus der Armee zurück. Lebt wohl. Oh nein, nicht gut. So wie ich das sehe, hat Duras mal wieder ein neues Opfer für die Jagd auf seine Paranoia-Fantasien gefunden. Und also hört mal zu. Duras ist etwas anders als die anderen hier. Wenn ich euch also einen guten Rat geben darf, lasst die Sache auf sich beruhen. Etwas weiter stromaufwärts haben einige Goblins den Fluss angestaut. Der Damm jedenfalls muss dort weg. Ich kenne die Höhle. Wenn sie dort hocken, wo ich sie vermute, wird es ein leichtes Spiel sein, sie zu überraschen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich euch einige Kniffe im Bogen schieben. Entscheidet euch! Aber ihr glaubt doch etwa nicht, was Erik sagt. Nein, tut, was ihr denkt. Ihr werdet es schon wissen. Wisst ihr schon... Wirklich? Mit mir? Also, ihr meint das ernst? Dort ist es. Ich meine, das Wildschwein, das ist dort... Seht ihr? Dort hinten! Das ist kein Wildschwein.
glaube ich. Ah, sie wollen mich fressen! So helft mir doch! Helft mir! Ja, also, ich hoffe nun ja, dass ihr keine Angst, ich fürchte bald, nun ja, es besteht natürlich die Möglichkeit, also, hier habt ihr eure versprochenen Tränke, ja. Das hätte ich nicht erwartet. Schade. Aber ich werde schon ein... Ja, ja. War alles für die Katz gewesen, was? Nein, nein! Zwei Luchse waren es. Mehr nicht. Nur die zwei. Ich bin wohl doch paranoid.
Ugh!